Ein Klangwechsel für die Ewigkeit. In 620 Jahren endet das John Cage Orgelkunstprojekt in Halberstadt. Am 5. September 2001 startete in Halberstadt wohl eines der verrücktesten Musikprojekte der Welt. Zur Aufführung kam das Stück Orgen 2 – As Slow As Possible von John Cage. Das Besondere an diesem Orgelstück ist daran, es so langsam wie möglich zu spielen. Erst im Jahr 2640 soll der letzte Ton erklingen. John Cage hat mit den Parametern der Musik, also was macht eigentlich Musik aus oder was macht einen Klang, einen Ton aus? Und da gibt es erstmal die Tonhöhe, das ist das Normale, dann gibt es die Lautstärke, dann gibt es die Länge eines Tons und es gibt die Klangfarbe. Und in diesem Stück hat er eben jetzt mit der Länge, mit der Dauer gespielt. Ja? Und wenn er gesagt, so langsam wie möglich, lässt er das ja offen. Es gibt ja auch keine Taktstriche in der Partitur. Und man kann das dann selber entscheiden. Und das war einfach die Idee. Und es war natürlich auch etwas, eine philosophische Idee stand dahinter. In einer Zeit, wo wir ja fast alle keine Zeit haben. Ja, die Termine drängen uns. Wer morgens nicht seine Mails gescheckt hat, ist schon völlig out. Ja, nicht? Und es gibt kaum noch irgendwelche Möglichkeiten, sich mal auf etwas einzulassen für eine längere Dauer. Machen wir hier etwas oder haben wir etwas geplant, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte geht, also über unser eigenes Leben hinaus? Und ich glaube, da steckt so viel drin. Und die meisten Besucher, die hierher kommen, die vielleicht mit moderner Musik auch gar nichts anfangen können, die sind fasziniert von diesem Gedanken. Sie stehen in einem Gebäude, was mehr als 639 Jahre Geschichte ausstrahlt und hören ein Stück, was jetzt, da es schon 20 Jahre gelaufen ist, noch knapp 620 Jahre laufen soll. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Sie lauschen dem Ton nach, den unterschiedlichen Schwingungen. Ja, also das sind so ein paar dieser Aspekte, die uns gesagt haben, das ist etwas ganz Tolles, das machen wir. Heute gilt die Idee des John Cage Orgelkunstprojektes als herausragend. Viele internationale Medien, darunter auch die renommierte New York Times, berichteten schon darüber. Dennoch war es jetzt etwas still geworden um das Projekt, denn der letzte Klangwechsel liegt bereits 7 Jahre zurück. Eine lange Zeit für ein Kunstprojekt. Wir hatten die Befürchtung 2013, dass das Projekt das nicht übersteht. Weil wir müssen einfach sagen, wir leben wie alle Kunstwerke, die ja zweckfrei sind, ja, und nicht, sinn-los in diesem Sinne, also in einem positiven Sinne, ja, nicht mit irgendwie Bedeutung überfrachtet, leben wir davon, dass wir Aufmerksamkeit haben. Wir finanzieren uns ja völlig privat die Grundfinanzierung. Wir kriegen zum Beispiel für den Klangwechsel jetzt ein bisschen Zuschuss vom Land und Lotto Toto und von einer privaten Stiftung. Aber die Grund, dass wir jeden Tag geöffnet haben, außer montags, dass wir hier auch Veranstaltungen machen, dass wir ein Kirchengebäude erhalten müssen, dass wir unser Cage-Haus erhalten müssen und so weiter, das kostet alles Geld. Und wir haben in diesen 20 Jahren etwa 1 Million Euro privat aufgetrieben. Vor allem durch die Spenden von unseren Fans, und wir sehen sie ja auch hier in der Kirche an der Wand hängen, die Klangjahre, die jetzt aber leider langsam zu Ende sind. Es sind, glaube ich, keine 50 mehr übrig. Und wie gesagt, die Aufmerksamkeit. Es war die Befürchtung, wenn es keinen Klangwechsel gibt, denn dazu kommen die Medien. Also wir haben jetzt schon die Anmeldung von 5 verschiedenen Fernsehteams und 2 Dokumentarfilmern für diesen Klangwechsel jetzt. Also es wird hier relativ voll auch mit den Medien. Diese Aufmerksamkeit ist für uns ganz wichtig und die Befürchtung hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Uns gibt es noch, der Klang ist noch da. Auch der 14. Klangwechsel am 5. September 2020 ist gut besucht. Zahlreiche Medien haben sich für die Pressekonferenz akkreditieren lassen. Die Räume im John Cage Haus, das sich gleich neben der Borchardekirche befindet, zeigt eine Sonderausstellung über John Cage. Einige der Stücke zeigen sogar Originalwerke des amerikanischen Musikkünstlers, der bereits 1992 mit 80 Jahren verstarb. Die anderen Stücke sind Leihgaben von vielen renommierten Künstlern, die alle eine Verbindung zu John Cage und seinen Werken haben. Doch wer war Cage überhaupt? Denn die meisten Menschen dürften den Musikkünstler wohl eher nicht kennen. Also ich denke, er ist einer der bedeutendsten Künstler. Und in seinem Denken war er
glaube ich, so radikal wie wenige Künstler. Wenn man etwa sein berühmtestes Stück nimmt, diese sogenannte 4:33, also 4 Minuten 33, was aus drei Sätzen besteht, wo drüber steht Stille, also Schweigen, TZ, und wo nur die Umweltgeräusche eine Rolle spielen. Also die Idee, die er nicht alleine hat, aber die er konsequent umgesetzt hat, nicht nur die Klänge, die auf einem Instrument erzeugt sind, die schönen Klänge, sondern auch die Geräusche gehören genauso zur Musik dazu. In diesem Jahr findet der 14. Klangwechsel statt. Das Borchardi-Kloster ist aufgrund der Corona-Pandemie nur von Medienvertretern und Zuschauern, die sich ein Spendenticket sichern konnten, besucht. Wir werden, wie wir es immer machen, wenn wir mehrere Töne ergänzen, sie A von den Tiefen zu den hohen Tönen machen, und wir werden es auch machen, dass wir sie nicht gleichzeitig erklingen lassen, obwohl es in der Partitur natürlich so vorgesehen ist, wenn man es in kurzer Zeit spielt. Aber vielleicht darf ich Sie noch mal daran erinnern, wenn wir diese Pfeifen, was wir nicht tun, in einem Monatsabstand reinstecken würden, also heute Johanna und in einem Monat Julian, dann wäre das umgerechnet auf die Zeit der Uraufführungszeit 0,2 Sekunden. Ja, und Sie können sich vorstellen, nicht, wenn jemand mit dem Klavier spielt oder eben ein Tasteninstrument, da kann schon mal sein, dass der eine Finger ein bisschen höher ist oder so. Nicht? Das heißt, da sind wahrscheinlich ganz andere Differenzen drin, die natürlich bei unserer Vergrößerung so stark dann wirken. So, wir fangen mit der Gisspfeife an. In diesem Jahr sind zwei besondere Musiker, die zu Cage eine ganz besondere Beziehung haben, ausgewählt worden, um den 14. Klangwechsel zu vollziehen. Der Komponist, Musiktheoretiker, Pianist und Schlagzeuger Julian Lemke und die zeitgenössische Sopranistin Johanna Vargas. Beide gewannen bereits den John Cage-Preis der Stadt Halberstadt. Ihre Aufgabe bei dem Klangwechsel wird es sein, die beiden neuen Orgelpfeifen den bereits vorhandenen hinzuzufügen. Auf den nächsten Klangwechsel müssen Cage-Fans diesmal nicht so lange warten. Denn bereits am 5. Februar 2022 gibt es den nächsten. Und das ist eine wahnsinnig kurze Zeit für ein Musikprojekt, das erst in über 600 Jahren endet.